Gut gedacht, aber es festgemacht. 5-6 Jugoslawen im Gegenzug. Vujovic. Bogdan. Er nimmt noch 3 Meter Anlauf. Nicht ungefährlich. Hansi Müller. Ah ja, Schuster. Müller. Kommt er hin noch? Ja. Vorne wartet Völler. Vorne wartet Rummenigge. Rummenigge kommt dran. Schuster auf der anderen Seite. Nochmal Meier. Rolf. Schön gemacht. Na bitte. Lange Anlaufzeit, aber jetzt Holz. Von Robert Gemeier. Ah, war schon gut gemacht. Schöne Spielszene. Und der Bremer erkämpft sich den Ball. Bleibt Sieger. Völler. Schuster. Vujovic. Soran Trifunovic. Völler. Was macht der Bremer? Da gibt es Freistoß für die deutsche Mannschaft und Schuster ist schon am Ball. Briegel kommt nach vorne. Der hochgewachsene Verteidiger aus Kaiserslautern. Er kam auch an den Ball, aber war nicht gut getimt. Zwei Brüderpaare, also heute auf dem Spielfeld, einmal die beiden Försterbrüder Karl-Heinz und Bernd und die beiden aus Split, Soran und Zlatko Vujovic, übrigens Zwillingsbrüder. Der eine, Zlatko, soll 15 Minuten früher geboren worden sein. Der Mann also mit der Nummer 7. Trifunovic, er kann schießen. Also der ältere der beiden Zwillingsbrüder, Zlatko Vujovic, und gut gemacht von Bodensky. Gut aufgepasst.
Dieter Budenski von Werder Bremen. 32 Jahre alt. Heute im 9. Länderspiel. Ich sagte zuletzt 1980 in der Auswahl. So lange hat es gebraucht, bis er wieder berufen und nominiert wurde. Meier. Schön gemacht! Bogenlampe zum 2:0. Die Spielminute, 2:0, Torschütze wiederum Norbert Meier, Werder Bremen. Ivkovic hatte sich wohl verschätzt, stand schlecht, unhaltbar, 2:0. Und die Jugoslawen wollen schon auswechseln. Ich glaube, ihr Torhüter. Oh, Fehler von Schielecke. Simovic, der zweite Torhüter, macht sich bereit. Soll gleich spielen. Ivkovic, der die beiden Tore kassieren musste von Dinamo Vinkovic. Wird also herausgenommen, schon in der ersten Halbzeit. Er kommt eigentlich von Dinamo Zagreb, wurde aber vor einem halben Jahr ausgeliehen, aus disziplinarischen Gründen. Alt, der Torhüter der Jugoslawen, der jetzt noch zwischen den Pfosten steht, bestreitet heute sein viertes Länderspiel. Kurzer Einsatz wahrscheinlich nur. Kapitanovic aus Sarajevo kommt er. Hier haben wir ihn noch einmal am Ball. Zwei Spieler aus Sarajevo in der Mannschaft. Auch Hacibegic, der Mann mit der Nummer 6. Einer der beiden Liberos, wenn wir so wollen. Hacibegic und Bogdan, die 6 und die 5, wechseln sich in dieser Position ab. Schielecke. Völler läuft, bekommt ihn auch. Kapitanovic. Vujovic. Jelic. Pešić war das mit der Nummer 11, der da zuletzt noch den Ball berührte. Vujovic und Schielecke. Nach wie vor
technisch hervorragend. Am Ball können sie alles, die Jungs. Aber beim Schießen, da setzt es aus. Ganz selten, dass sie mal versuchen, aus der zweiten Reihe abzuziehen. Kesic. Briegel. Sieger gegen die Nummer 4. Das ist Jecic. Und Freistoß für die deutsche Mannschaft. Norbert Meyer. Vierter Mittelfeldspieler. Links steht er, jetzt bekommt er den Ball. Müller. Förster. Meyer.